Hey, herzlich willkommen zu Genshin 1x1 Folge 3. Kurzer Abriss zu Errungenschaften. Was sind Errungenschaften und wie sammelt man die eigentlich? Was bringen die und wo findet ihr die? Das heißt, es gibt verschiedene Arten von Errungenschaften. Einmal welche, die ihr ganz normal mit der Story freischaltet. Also da habt ihr verschiedene Sachen, hier zum Beispiel die Mondstadt-Bereiche, ihr habt Louis-Bereiche etc. Und natürlich auch geheime Errungenschaften, die ebenfalls mit der Story dann freigeschaltet werden. Was bringen euch diese ganzen Errungenschaften eigentlich? Errungenschaften sind eigentlich eine schöne Variante, hier Urgestein zu bekommen. Ihr seht jetzt hier 20 Urgestein, 5. Also ihr könnt über die gesamten Urgestein-Grinding-Laufen hier richtig viel freischalten. Das hilft euch wiederum dann später, Charaktere zu pullen. Ich finde es halt sehr, sehr schön, wenn man Errungenschaften sammeln kann. Und damit ihr wisst, jetzt welche Errungenschaften es überhaupt gibt, ist es natürlich problematisch, weil es gibt einmal die Punkte, wo man genau sehen kann, was es gibt. Also hier zum Beispiel, da habt ihr zwei Errungenschaften, die ihr lesen könnt, was ihr wissen müsst, was ihr tut und wie viel davon abgeschlossen ist. Und es gibt Bereiche wie die oberen beiden, die haben keinen Fortschrittsbalken. Also das ist wirklich was, wo kein Fortschrittsbalken ist. Und somit wissen wir gar nicht, welches überhaupt gibt, weil davon viele geheim gehalten werden. Und wenn wir jetzt gucken wollen, okay, was haben wir denn schon, wie weit sind wir denn und was gibt es überhaupt? Weil ihr zum Beispiel sagt, ich möchte ein bisschen schon tracken, wo es hingeht. Ich möchte gucken, was ich alles haben kann. Da gibt es eine Webseite, die heißt seli.me. Da könnt ihr eure Errungenschaften tracken. Als kleiner Tipp, wenn ihr übernehmen wollt, was ihr bereits habt, stellt eure Spielsprache vorübergehend auf Englisch. Dann könnt ihr hier nämlich direkt abgleichen, wie der Titel heißt. Und ihr seht jetzt hier zum Beispiel, was mir persönlich noch fehlt. Und wenn ich sagen kann, okay, das habe ich jetzt gerade gefunden, dann kann ich da einen Haken dran setzen. Und dann sehe ich auch genau von den versteckten Errungenschaften, was ich noch nicht geschafft habe. Und da könnte dann auch einfacher danach suchen, um zu sagen, okay, wie funktioniert das? Zum Beispiel diese hier. Dann suche ich danach und dann finde ich meistens auch relativ schnell eine Lösung. Das ist das Wichtigste, was man zum Thema Errungenschaften wissen muss. Es gibt, wie gesagt, ganz viele versteckte Errungenschaften. Haltet also die Augen offen. Und wenn ihr diese Seite nochmal benutzen wollt, dann verlinke ich die euch unten in der Infobox. Und wir gehen dann über zum nächsten Guide. Viel Spaß!